Hallo, schönen guten Abend, ihr Lieben. Sonntagabend. Ich habe mir überlegt, wir fragen die Karten, was ist jetzt ganz wichtig für uns? Was sollen wir hören im Kollektiv? Am Dienstag könnt ihr wieder die Sternzeichenlegungen sehen für euch. Das kam sehr gut an. Ihr könnt ja mal gerne kommentieren, ob ich das weitermachen soll. Es ist zwar viel Arbeit, aber es ist zumindest etwas, was ein bisschen persönlicher ist, wie ein komplettes Kollektiv. Und ja, gut. Was sollen wir jetzt wissen? Was ist wichtig für uns? Welche Energien sind verfügbar? Ich bin gespannt. Etwas möchte Fahrt aufnehmen. Ein Richtungswechsel, der von außen irgendwie, von Umständen von außen einfach nötig ist. Möglicherweise sollen wir uns ja auch wieder mehr zeigen oder uns selber mehr ins Außen präsentieren. Auf der bewussten Ebene haben wir hier tatsächlich dieses Gefühl, etwas fühlt sich ungut an, etwas braucht Regeneration, etwas ist verstrickt. Möglicherweise hat man hier so das Gefühl, das ist wie so ein Knäuel im Kopf, ne? Und man braucht erstmal den Faden, an dem man zieht, um diesen Knäuel zu entwirren. Es kann etwas sein, was sich schon tief in uns verankert hat oder manifestiert. Es kann ein Bereich sein, in den du schon viel Arbeit investiert hast, oder es kann tatsächlich auch sein, dass du einfach für dich ein anderes Fundament erschaffen möchtest. Und ich glaube nicht, dass es hier so sehr um das Außen geht, ne? Das Außen liegt hier als zentraler Punkt, als Ausgangssituation. Meines Erachtens ist es hier so, dass egal was sich im Außen bewegt, egal was in der Vergangenheit war, baue mal auf dein Fundament, das du dir erarbeitet hast. Für einige kann es tatsächlich auch im Bereich der Arbeit sein. Es geht um das Thema Beruf und Berufung, Lebensaufgabe. Es geht um Einflüsse, schicksalshafte Einflüsse aus der Vergangenheit, die eventuell was mit deiner beruflichen Situation zu tun hatten oder aber auch da das Außen stark mit eingespielt hat, sodass du hier schon richtungsweisende Änderungen vorgenommen hast oder ha hast müssen. Ja, und es geht so um das Gerüst, wo du sagen kannst für dich, ich bleibe mir selber treu. Ich brauche Loyalität in meinem Leben. Ich möchte die Dinge, die ich durchsetze, vielleicht auch mit aller Freundlichkeit für mich beanspruchen, ja? Aber es geht darum, standhaft zu bleiben und sich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Oder, das kennt ihr bestimmt auch, jemand kommt und sagt irgendwas, es arbeitet in euch, es triggert euer Unterbewusstsein. Und man hat dann das Gefühl, naja, der andere könnte ja recht haben. Und da geht es darum, dass das sich mehr und mehr manifestiert, dass man deine Meinung auch, dass man seine Meinung halten kann, dass man sich nicht umwerfen lässt. Ich sehe hier auch irgendwie schicksalshafte Leute in unser Leben kommen. Es sind so, nenne es Seelengeschwister, Seelenfamilie, Seelenpartner, Leute, die eine gute, genesende Energie mitbringen, die dir ein Stückchen, ja, ich benutze das Wort Heilung nicht so gerne, aber nenne es Regeneration einer unguten Situation, die dich auch sehr viel Energie schon gekostet hat, ja. Weil aus dem Umfeld wird dir hier immer Mangel präsentieren. Ne? Das geht an die, wo man denkt, ich bin nicht gut genug, ich muss vielleicht noch dies, das, jenes ändern. Also sprich, das Außen fordert eine Bewegung von dir und du darfst hier dir gewiss sein, dass du gut genug bist und dass es auch immer Leute gibt, die genau das mit dir teilen.
dein Resonanzbereich. Irgendwas gestaltet sich so, dass es zwar kürzere Wege gibt, man hat die Hoffnung, es gibt im Kleineren immer wieder so Minischritte, wo es vorangeht, und trotzdem hat man das Gefühl, dass sich Dinge oftmals auch nur an der Oberfläche bewegen oder dass dieses Glück, das man empfindet, dass das nicht überschwappt auf einen längerfristigen auf eine längerfristige Zeit, auf einen Zeitraum, wo du von dir sagen kannst, ich kann das Gefühl des Zufriedenseins mit mir, mit dem Umfeld, mit den anderen in mir halten. Da gibt es viele Dinge aus den Kindertagen, die hier als Trigger angezeigt werden. Das sind Mutterthemen, das sind Kindthemen, inneres Kind-Thematiken. Das hat was mit Treue, Loyalität zu tun, mit Freundschaft auch, ja. Und es geht hier darum, dass man selber weiterkommt, sein Bötchen in eine bestimmte Richtung lenkt. Wir haben hier die Lebensreise von uns an sich und an diesem Punkt oder an diesem Punkt, den die Karten uns hier aufzeigen, habe ich das Gefühl, dass wir auf das, was wir haben und das, was wir uns erarbeitet haben, mal stolz sein sollen und uns durchsetzen sollen, ne? Das Manifestierte als gute Energie nutzen. Wir haben in unserem eigenen Haus die Sonne drin. Das ist so, lass dir dein, wie nennt sich denn der Spruch? Lass dir dein Licht nicht nehmen, nur weil es andere blendet. Hier gibt es in der längerfristigen Zeit auch einiges, wo du für dich neu wachsen lassen kannst, neu gestalten lassen kannst. Die Energie dazu ist kreativ. Also du hast hier die Möglichkeit, eine kreative Lösung zu finden. Und es geht speziell hier um das neunte Haus, Religion, Ethik. Vorstellungen vom Leben, Glauben, an was glaubst du noch, wo wackelt dein Glaube, wie weit vertraust du dir auch selbst. Und das neunte Haus ist ein Haus des Elementes Feuer, ne? Auch geht es hier um die Sternzeichen wieder Löwe und Schütze. Und tatsächlich haben wir jetzt unten noch das elfte Haus, hier haben wir das Schiff, das ist sehr spannend, ne? Und hier unten haben wir mit dem 11. Haus Hoffnungen, Träume und Wünsche. Und wie kannst du dir das umsetzen und bleibst dir dabei selber sehr treu und hast diese Erwartungen aus dem Umfeld vielleicht mit im Rücken oder die Umstände, die von außen auf dich zukommen. Und wo sagst du dann, ah, ich gehe ein bisschen zurück, damit die anderen, ne? Wir haben ja auf der bewussten Ebene die Schlange. Es zeigt sich eine Verstrickung. Oder dir ist bewusst, dass es immer wieder so Wege gibt, die einen Umweg mitbringen, die dann aber den anderen dienen und nicht dir. In dir selbst möchte etwas aufblühen. Du selbst darfst aufblühen. Mit Sonne und Wasser haben wir überhaupt die besten Gelegenheiten zum Aufblühen. Ja, und du kriegst hier einen ordentlichen Schub nach vorne, damit du hier im Hier und Jetzt mit dir selber gut umgehen kannst, ein eigenes Fundament hast, deine eigene Lebensreise für genauso wertvoll hältst als die der anderen. Betrachte hier die Dinge ab und zu mal mit Humor. Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Da bin ich für mich auch so froh. Also bei mir konnten viele schlimme Dinge sein. Ich habe das Lachen nicht verlernt. Das ist auch so was, das möchte ich mir nicht wegnehmen lassen. Und auch da musst du dann wieder so Dinge anhören. Ne? Ah, wie kann man denn da lachen? Ja, wie kann man? Der eine kann, der andere nicht. Der andere handhabt es so und der andere so. Wenn ich mir so überlege, dass ich eigentlich jemand sein kann oder auch bin, der anderen ihre, wie nennt sich das, Lebenskonstrukte so lassen kann, wie sie sich für sich ausgesucht haben, vermisse ich das oft von außen, ne? Dass andere dich auch so sein lassen können. Hier haben wir noch den Feuergeist, hier haben wir Sternzeichen, wieder Löwe, Schütze und das Element Feuer am Wirken. Es geht um das Lenken der eigenen Energie. Und das ist jetzt auch sehr speziell, denn das ist so eine Energie, mit der handelt man. Man unterdrückt nichts, man schiebt seine eigenen Gefühle nicht beiseite. Man darf ja auch gucken, dass andere einem die Energie nicht rauben. Das ist hier sehr schön. Wir haben ja den Mangel aus dem Umfeld. Ja? Treffender könnte es gar nicht sein. Es geht auch darum, dass man es nicht allen recht machen kann, dass wir nicht auf der Welt sind, um die Bedürfnisse von anderen zu erfüllen, weil wir uns dann selber sehr erschöpfen. Und es gibt einen Unterschied zwischen Tatkraft und Leidenschaft auch irgendwo. Und es geht darum, den Emotionen freien Lauf zu lassen. Ja, es geht auch darum, ihm jetzt die Energiereserven nicht anzuzapfen oder nicht aufzubrauchen. Sich immer wieder auch vom Licht oder von der Energie durchströmen zu lassen. Trotz allem das Gefühl zu haben, dass man nicht alles alleine machen muss. Und die Kräfte des Feuers sind ja bekannt, ne? Transformation, Strebsamkeit, Aktion, Leidenschaft. Und es geht einfach um das Jetzt-Gefühl. Ne? Was habe ich jetzt für Energien, für Möglichkeiten und wie sorge ich dafür, dass die bei mir bleiben und mir auch zugutekommen, sodass ich meine Lebensreise gut gestalten kann. Spannend. Produktivität ist ein Thema hier. Sich die Dinge so zurechtzuzimmern, wie man sie braucht, oder die Energie einzusetzen, um produktiv zu sein. Hier auch vielleicht im beruflichen Bereich. Oder aber auch nicht alle Energie im beruflichen Bereich zu lassen, auch das ist möglich. Und wir haben hier noch Positivität, ne? Also dieses bejahende Prinzip, das wir hier brauchen, zur Fülle. Wir haben hier jetzt tatsächlich auf den kleinen Karten nochmal alle Elemente beieinander, ne? Wasser, Feuer, Erde und Luft. Das ist auch für mich so dieses sich ganz fühlen mit den Dingen, sich rund fühlen und sich mit sich selber gut auskommen. Gucken wir mal, was der Engel hier noch sagt. Ja, das war klar. Der Engel des tieferen Sinns. Jede Situation, die passiert und jeder Mensch, der in dein Leben tritt, erfüllt einen ganz bestimmten Zweck. Dein Engel wird dir helfen, diese Bestimmung zu entdecken, auch wenn es sich für dich nicht gleich erschließt. Es ist dein Lebensweg, auf dem du gehst, und alles hat seine Richtigkeit. Vertraue dir, dem Universum und deinem Engel, so wirst du die Bedeutung verstehen. Also hier macht man schon auch eine tiefere Erfahrung oder setzt einen Prozess um, den man schon lange irgendwie verspürt. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Ich drücke euch und bis bald.